In meiner Jugend war ich kein wirklich sehr politischer Mensch. Ich habe in meiner Jugend andere Dinge bevorzugt. Ich war einfach jemand, der immer ein bisschen in seiner eigenen Welt gelebt hat. Ich habe mit Computern viel gemacht, habe viel Computer gespielt, habe sie mir immer selbst zusammengebaut. So bin ich eigentlich an das ganze Thema rangekommen. Als ich noch ein Kind war, da gab es ja das Internet noch gar nicht. Das kam dann ja erst in den 90ern auf. Hat es dann langsam verbreitet und meine Eltern haben dann auch sich irgendwann eine Internetleitung besorgt. So damals noch mit Modem und so, wie man es halt kennt immer noch. Also nicht heutzutage, aber halt, sag ich mal, aus entsprechenden Parodien mit dem Einwählgeräusch. Mein Vater hat sich das halt damals auch beruflich, sag ich mal, ins Haus legen lassen und wir haben das natürlich dann mitnutzen dürfen. Das war eine Sache, die ich damals sehr genossen habe. Aber auf der anderen Seite war ich halt eigentlich relativ wild unterwegs. Man könnte sagen, ich habe in meiner Jugend vor allem sehr Sex, Drugs und Rock'n'Roll gelebt. Also Musik, lange Haare, Konzerte, Metal. Das war so meine Herangehensweise. Und das Einzige, was mich vielleicht mit meinen späteren Zielen verbunden hat, das war halt meine Liebe zur Geschichte vor allem. Also dass ich irgendwie sehr früh angefangen habe, Bücher zu lesen, die halt sich mit den Kreuzzügen beschäftigt haben oder sowas, also wirklich Sachbücher, also nicht nur irgendwelche Romane, die fand ich gerade, wenn es um historische Themen ging, immer irgendwie ein bisschen mau, weil irgendwie nicht greifbar. Und das war so irgendwie das Einzige, wo es sich ein bisschen angedeutet hat, wo es mich später hin verschlagen würde. Aber gerade so Tagespolitik und so, das ging meilenweit an mir vorbei. Es ging immer mal wieder, wenn meine Eltern die Tagesschau geguckt haben, kam mir etwas nahe, wie halt dass mal ein Castortransport hier transportiert wurde und so und kam dann mit, obwohl meine Eltern, sag ich mal, in der Hinsicht ganz anders strukturiert waren, mit grünen Themen das erste Mal in Verbindung, weil mir so dieses Startbahn West zum Beispiel, das war eine meiner frühesten politischen Kindheitserinnerungen, sag ich jetzt mal, diese Proteste, die waren in den Nachrichten, meine Eltern haben das in der Tagesschau geguckt und ich war halt da dabei und fand das halt irgendwie so, wow, sowas machen Leute, finde ich ja spannend. Und daran kann ich mich ganz gut erinnern, aber das ist weit weg davon, ein politisches Interesse wirklich bei mir auszulösen. Und dann ist was ganz Komisches passiert. Und zwar gab es damals in Mainz eine Ehrenprofessur von Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen deutschen Außenminister. Und der ist natürlich ein Name, das ist mit der Wende und so, das mit der Prager Botschaft, die Rede vom Balkon, die dann im Jubel der Mengen unterging, das ist natürlich auch an mich rangekommen. Und ich hatte schon damals das Gefühl, ja, das ist irgendwie historisch. Und das hat mich schon irgendwie berührt. Und der hat halt diese Ehrenprofessur gehabt und hat eine Vorlesung gehalten. Und mit ganz vielen internationalen Ehrengästen. Und diese Vorlesung war die Zukunft Europas. Und da hat er, sag ich mal, leidenschaftlich über den Weg der Europäischen Union geredet und über die Entwicklung, die Integration. Und das hat mich brennend interessiert. Ich wusste gar nicht, woher das kommt. Und bin dann halt in diese Vorlesung und habe dann wirklich mit wie ein ganz kleines Kind mit ganz großen Augen drin gesessen, habe mich gefreut und fand das super spannend. Und in der letzten Vorlesung war Michael Gorbatschow eingeladen. Der kam dann nach Mainz. Und ich war sozusagen ganz nah, ich habe ihm die Hand geschüttelt, als er vorbeigelaufen ist, wo er ganz vielen Leuten die Hand geschüttelt hat. Es waren 5000 Leute waren an dem Tag in der Uni, es wurde in 3 weitere Räume übertragen, live diese Rede, die dann Michael Gorbatschow gehalten hat. Und danach war ich Feuer und Flamme für Politik auf einmal. Das war 2002. Und das hat mich richtig politisiert, irgendwie diese persönliche Erfahrung. Irgendwie habe ich gerade gemerkt, naja, eigentlich ist das alles total wichtig und eigentlich interessiert mich das sehr. Also gerade auch wegen dem historischen Kontext, weil das alles gehört ja irgendwie für mich zusammen. Weil Politik ist im Grunde oder ergibt sich ja aus historischen Gegebenheiten ganz oft. Ja. Wie viele Konflikte haben wir heute, die, sage ich mal, weit in die Vergangenheit zurückreichen? Und teilweise konnte ich halt damals schon sagen, natürlich haben die Probleme, weil das und das und das ist ja passiert. Oder wir haben diese Situation, weil das und das und das passiert ist. Und das ging natürlich auch bis zurück zum Mauerfall oder sowas. Und auf einmal habe ich gedacht, okay, naja, vielleicht ist das was für mich. Und habe mich dann halt also in Darmstadt gemeldet und habe dann einen Bachelor Politikwissenschaft angefangen zu studieren. Das lief dann auch soweit ganz gut und ich bin dann direkt mit Erasmus-Stipendium im nächsten Semester nach Wales gegangen
und habe dort studiert in Aberystwyth. Das ist eine Universität, die renommiert ist im Bereich der internationalen Beziehungen, sozusagen die den Begriff der internationalen Beziehungen erfunden hat. Also die haben das erste Fach dieser Art gehabt, 1906 war das, glaube ich. Und da bin ich dann halt so richtig für auch für die internationalen Beziehungen entflammt, weil das war irgendwie immer wie schon bei den Wirtschaftswissenschaften, war so die staatliche Ebene das, was mich interessiert hatte, und auch in der Politik war es so, dass mich die internationale Politik immer so interessiert hatte, weil das war das, was ich in den Nachrichten aufgenommen habe, die große Politik. Und dann saß ich halt auf einmal da und musste halt Kurse wählen, und dann war der erste Kurs, den ich gefunden habe oder der mir sofort ins Auge sprang, war der 11. September, Islamismus und der Nahe Osten. Und das ging natürlich um islamischen Terrorismus, und der Prof hat sich bei mir sofort beliebt gemacht, weil der erste Satz, den er gesagt hat, war, wenn ihr glaubt, es geht hier darum, dir zu sagen, alle Muslime oder alle aus dem Nahen Osten sind Terroristen, dann seid ihr falsch. Darum geht es nicht. Es geht darum zu verstehen, warum es islamistischen Terrorismus gibt. Und damit hat er mich sofort gekauft, weil das war ein faktenbasierter Ansatz, der nicht auf Populismus beruhte, sondern wirklich, wir müssen verstehen, warum sowas zustande kam. Angefangen habe ich dann tatsächlich mein erster Schwerpunkt war Parteienforschung. Das war das Erste, was mich irgendwie interessiert hatte. Wie ist das eigentlich passiert, dass wir diese Parteien haben? Und wie ist das in anderen Ländern passiert? Damit habe ich mich angefangen zu beschäftigen. Und dann ging es ganz schnell in Parteientstehung und Entwicklung, und habe mich dann so ein bisschen mit den Grünen beschäftigt, weil die ja so jung und hip waren, so diese Rebellen im Bundestag. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, das auf der einen Seite theoretisch zu betrachten, auf der anderen Seite halt einen praktischen Ansatz zu wählen. Und das kam eigentlich ganz zufällig, eben dadurch, dass eben ich sehr gut mit dem Christoph Leng, der späte erste Bundesvorsitzende der Piratenpartei wurde, mit dem bin ich sehr gut befreundet. Und der hat mir das dann halt, sag ich mal, im März 2006 mal rübergeschoben, so, interessiert dich sowas nicht auch? So hier, Piratenpartei Schweden und so. Und habe ich mir das angeguckt und dachte, oh mein Gott, das ist ja brillant. Das ist ja total großartig. Und dann hat Christoph gemeint, ja, wir wollen so eine Bewegung auch in Deutschland machen. Und ich so, mach mit. Und da habe ich mich dann entsprechend engagiert. Und das hat sich dann interessanterweise mit meinem Studium unglaublich gut ergänzt. Und dann habe ich mich für 10 Jahre dann eigentlich erstmal nur mit der Partei beschäftigt und nicht mit dem Studium. Was, sag ich mal, von meinem Wesensaufbau noch sehr stark an meine Jugend erinnert hat, weil ich mich dann halt auf ein Thema gestürzt habe und alles andere irgendwie wegignoriert habe. Und trotzdem sage ich heute, dass, obwohl mich das viel, viel Zeit in meinem Leben gekostet hat, dass ich halt nicht effizient bin, beim Studium fertig geworden bin, trotzdem sage ich, diese Zeit war extrem wichtig für mich als Mensch, weil es mich geprägt hat, weil es mir sehr viel gegeben hat, weil ich gelernt habe, was ist mir wichtig im Leben, wo möchte ich hin, wo komme ich her, was ist wichtig für mich und für diese Gesellschaft und wofür bin ich bereit, mich einzusetzen. Ich möchte Teil einer aktiven Gesellschaft sein. Das ist etwas, was mir in Deutschland gefällt, dass wir eine sehr aktive Zivilgesellschaft haben und haben dürfen noch. Und ich möchte das verteidigen. Ich möchte, dass wir halt unsere Bürgerrechte, die wir uns, sag ich mal, wenn man es historisch betrachtet, über Jahrhunderte hart erkämpft haben, dass wir die halt auch behalten. Und wenn wir die verändern, dann bauen wir sie gefälligst aus und schränken sie nicht ein. Ich bin nicht nur persönlich ein großer Unterstützer der Gedanke der europäischen Einigung. Ich finde auch, dass sie für unsere piratischen Ziele eine eklatante Bedeutung hat. Und letzten Endes finde ich, dass es unglaublich wichtig ist, dass die Europäische Union reformiert wird, weil wir tatsächlich gerade die Gefahr laufen, dass wir die Europäische Union an Einzelinteressen verlieren, dass sie halt immer bürokratischer wird, weniger den Bürgern gehört, dass sie dann aber auch nicht mehr ihre verlässlichsten Aufgaben, nämlich dass die Wahrung von Frieden halt, garantieren kann. Ich finde, dass nationale Grenzen sind irgendwie ein nicht mehr zeitgemäßes Konzept. Es war notwendig eine Zeit lang, aber heute liegt die Zukunft in Europa.
Das heißt nicht, dass unsere Kulturen aussterben. Es heißt nur, dass wir auf Grenzen verzichten. Die Piratenpartei hat ihr programmatisches Handeln unter drei Oberbegriffe gestellt. Das ist Freiheit, Würde und Teilhabe. Und das umfängt unser Programm eigentlich sehr, sehr gut, wie ich finde. Wir sind einmal eine freiheitliche Partei. Das heißt, wir setzen uns für die Grundrechte und die Grundfreiheiten der Bürger ein. Und zwar, da es so viele Piratenparteien in Europa und auf der Welt gibt, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit und vor allem europaweit. Wir sind daran interessiert, dass die Rechte, die wir als Bürger haben, erhalten bleiben, dass sie nicht eingeschränkt werden, dass die Freizügigkeit der Menschen gewahrt bleibt, dass die Freiheit zu denken und zu handeln, wie man möchte im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, dass sie gewahrt bleiben und eher sogar ausgebaut werden. Freiheit ist etwas, das eigentlich Europa seinen Stempel aufgedrückt hat. Europa ist ein Symbol für die Freiheit der Menschen. Die Freiheit zu sagen und zu tun, was sie möchten, solange es den anderen nicht schadet. Und dieser Gedanke scheint ein bisschen unpopulär geworden zu sein und unzeitgemäß, weil gerade ja überall autokratische Prozesse auf dem Weg sind in der Welt. Wobei überall, wo sie wirklich agieren, sind sie unerfolgreich und bringen Chaos. Freiheit ist etwas, das nicht nur, sag ich mal, einen angenehmen, vielfältigen Lebensstil ermöglicht. Es ist auch der Weg zu einem gewissen Lebensglück, wie ich finde, was wir den Leuten vermitteln wollen und sagen, das ist nicht selbstverständlich, was ihr da habt. Das könnt ihr verlieren. Aber schaut euch in der Welt um, in der Welt, in der wir leben. Wir haben noch nie so viele Schubladen, wenn man so möchte, in dieser Gesellschaft gehabt wie heutzutage. Das ist unglaublich wertvoll, weil die Menschen können einfach das sein, was sie sein wollen und nicht das, was sie sein sollen. Es gibt keinen Staat, der sagt, so und so müsst ihr sein. Das Wort normal existiert eigentlich von Generation zu Generation weniger, weil was ist heute schon normal? Jeder ist auf seine Art und Weise speziell. Es gibt so viele Arten, wie man sich halt, wie man sich ausbringen kann, was man kulturell mitbringt in diese Gesellschaft. Alles Mögliche, was zu einem großen, bunten Bild wird. Und das ist die Welt, in der wir groß geworden sind. Also in der ich auch groß geworden bin und die mir gefällt. Ich lebe in einer Straße in Darmstadt, da sind 19 Nationalitäten und die leben einfach einträchtig nebeneinander. Es gibt einfach Restaurants, die halt aus den verschiedensten kulturellen Hintergründen und kulinarischen Hintergründen entstammt. Und du kannst einfach jeden Tag was anderes essen, wenn du möchtest. Und es ist großartig, weil zusammen ergibt sich halt was Neues und was meiner Ansicht nach Stärkeres. Das ist die Welt, nach der ich strebe und die mir gefällt und die ich verteidigen und ausbauen möchte. Aber das schafft man halt nur, wenn man in einer freiheitlichen Gesellschaft lebt. Wenn man die Freiheit hat, zu sein, wer man ist und zu tun, was man möchte. Wenn man halt sagen kann, heute möchte ich mal ein Bild malen. Und das Bild kann kontrovers sein, das kann vielleicht sogar anstößig sein. Aber im Zweifelsfall darfst du es veröffentlichen. Im Zweifelsfall bringt es anderen Menschen einen Mehrwert. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Du darfst die Musik machen, die du willst. Und sie kann ganz absonderlich sein. Also sie kann ganz normal sein. Sie kann praktisch extrem klassisch sein, sogar im Sinne des Wortes klassisch. Und das ist alles okay und schön und findet seine Abnehmer. Das Einzige ist natürlich, dass man nicht mutwillig andere damit verletzen möchte, beleidigen möchte oder, sag ich mal, extrem kritische Fragen damit unbedingt ansprechen will. Aber selbst das ist ja in gewissem Sinne möglich in Deutschland. Das ist schön. Das hat eine bunte Gesellschaft ermöglicht. Und das bedeutet Freiheit für mich. Freiheit bedeutet für mich Vielfältigkeit, eine bunte Gesellschaft und eigentlich dadurch auch Frieden. Ja, weil man muss sich nicht verstellen. Man kann einfach das tun, was man will und dafür eintreten. Und das halt in einem Miteinander. Man kann halt auch streiten miteinander. Man kann sich austauschen. Das ist einfach alles in Ordnung. Das hat mir viel gebracht und dafür trete ich ein. Das nächste ist die Würde. Die muss dabei immer gewahrt bleiben. Bei allem, was wir tun, was wir machen, muss
auch, vor allem auch der Staat, die Würde des Menschen wahren. Und zwar nicht nur die des Bürgers, sondern die des Menschen. Jeder Mensch, der hierher kommt, hat das Recht und den Anspruch darauf, dass seine Würde gewahrt bleibt. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig mit Respekt behandeln. Das gilt auch für die Leute, die hierher kommen und Schutz suchen. Das gilt auch für die Leute, die hierher kommen und Arbeit suchen. Egal woher. Und so schwer es wie es fällt, das gilt sogar für die Leute, die hier Verbrechen begehen. Sie sind immer noch Menschen. Und einige der wichtigsten freiheitlichen Grundsätze ist eben auch die ordentliche Behandlung von Andersdenkenden und auch von Andershandelnden. Auch Verbrecher sind am Ende des Tages Menschen. Sie werden abgeurteilt und sie werden Gerechtigkeit erfahren, beziehungsweise es wird Gerechtigkeit über sie gesprochen und dann werden sie ihre Strafe erhalten. Aber dabei müssen sie als Menschen behandelt werden. Wenn wir diesen Grundsatz achten, dann verhalten wir uns gut und anständig. Und das ist ein Grundwert der Europäischen Union. Ein Grundwert der Region, die gesagt hat, wir wollen eine solche Zeit wie im Zweiten Weltkrieg nicht nochmal erleben, wo viele Menschen erdulden mussten, wie mit ihnen umgesprungen worden ist. Das gilt für so viele. Das gilt nicht nur für die Menschen, die durch die Verbrechen der Nazi-Diktaturen gekommen sind, sondern auch die in Lagern einquartiert waren oder die in letzten Endes auch für die Soldaten. Weil auch die Soldaten waren damals wirklich arme Hunde und sie mussten diesen Krieg führen, weil es ihnen gesagt wurde, unter schlimmen Zuständen. Und ich finde es schön, dass Deutschland eine Armee hatte, die den Begriff geprägt hat, den Bürger in Uniform zu haben. Dass es eben ein Mitbürger ist und nicht ein Soldat, ein Feind oder einer, der halt einfach fern von uns ist, sondern ist ein Teil der Gesellschaft. Würde heißt, dem Gegenüber einzuräumen, ein Mensch zu sein. Und dass er die gleichen Rechte und Pflichten hat wie man selber. Dass man sich nicht erhöht ihm gegenüber. Und dass man ihn nicht erniedrigt. Wenn wir das schaffen, eine Gesellschaft zu schaffen, die auf einer Höhe ist und das auch von allen akzeptiert wird, auch dann erreicht man Frieden und letzten Endes ermöglicht man damit Lebensglück. Davon bin ich fest überzeugt. Und das wiederum führt zu dem dritten Punkt, zur Teilhabe. Wenn wir frei leben wollen und in Würde, dann müssen wir auch allen Leuten ermöglichen, an dieser Gesellschaft teilzunehmen und an allen ihren Aspekten, an politischen und gesellschaftlichen. Wir müssen möglich machen, dass den Menschen keine Hürden in den Weg gelegt werden, dass Menschen nicht aktiv ausgeschlossen werden aus dieser Gesellschaft. Man muss dafür aktiv sorgen, Menschen reinzuholen in die Gesellschaft. Und seien sie anders, seien sie alt und gebrechlich, seien sie krank, seien sie woanders, sage ich mal ganz einfach. Das ist ja das Schöne an unserer heutigen Zeit. Wir haben die Mittel, die technischen Möglichkeiten, Zugang zur Gesellschaft zu ermöglichen, Teilhabe an den gesellschaftlichen Aktivitäten und an der Politik zu erzeugen. Wir können Online-Tools schaffen, mit denen Menschen sich beteiligen können. Wir können aber gleichzeitig auch die Zugangshürden senken, an der alte Menschen an der Gesellschaft teilhaben können. Das Internet ist eines der Objekte, eine der Erfindungen, die Teilhabe in einem ganz besonderen Maß ermöglichen, weil sie praktisch keine Grundbedingungen hat, abseits davon, was heute eh jeder hat, nämlich einen Computer, ein Smartphone oder sowas. Und sofort kann man an unglaublich vielen Aktivitäten teilnehmen, an der Gesellschaft teilnehmen, mit Menschen kommunizieren, ist auf einmal nicht mehr allein. Man kann sich melden, man kann sich mitteilen. Aber gleichzeitig kann man immer mehr, in Deutschland ist das einfach noch nicht genügend möglich, kann man halt seine bürgerlichen Aufgaben erledigen. Man könnte eigentlich viel mehr also online ins Bürgerhaus gehen oder ins Einwohnermeldeamt und dort Dokumente und Formulare ausfüllen, Anträge stellen. Das könnte man alles online machen. Dafür muss man sich nicht persönlich hinbegeben. Dass das immer noch nicht möglich ist in vielen Bereichen, ist eigentlich echt eine Schande. Und das wollen wir auch verbessern.
diese drei Punkte zusammen, Freiheit, Würde, Teilhabe, ist eigentlich die Piratenvorstellung für eine bessere Welt, in der wir freier, friedlicher und noch viel diverser miteinander leben. Und all das, was jeder von uns in die Gesellschaft einbringt, macht uns zusammen reicher und stärker. Dafür trete ich ein. Die Piratenpartei möchte sich in Europa einsetzen für eine menschenzugewandtere Außen- und Sicherheitspolitik. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die Europäische Union näher an den Bürger heranrücken muss. Das heißt, auf der einen Seite setzen wir uns für eine verstärkte Integration der Europäischen Union ein. Das heißt, eher ein Abbau der Grenzen, keine Rückkehr zum Nationalstaat. Das halten wir für ein Konzept, das heute nicht mehr dienlich ist. Viele Populisten wollen das ja, aber nein, wir wollen eine stärkere Integration. Wir sind Europäer. Wir sagen, dieses Friedensprojekt muss unterstützt werden. Gleichzeitig allerdings sehen wir, dass die Europäische Union dringenden Reformbedarf hat, weil sie sich immer weiter vom Bürger entfernt. Das eines der Grundprobleme ist das Demokratiedefizit in der Europäischen Union. Der Bürger weiß ja ganz oft gar nicht, was die Europäische Union macht. Die Urheberrechtsreform, die ganz viele Bürger jetzt direkt angeht, die wäre ja fast gar nicht bemerkt worden. Würde es jetzt halt nicht so viele geben, uns auch, die halt darauf hinweisen. Aber das hätten die ja fast hinter verschlossenen Türen machen können. Also, weil es einfach nicht auffällt. Es fehlt einfach tatsächlich noch an einer gewissen europäischen Zivilgesellschaft. Auch dafür wollen wir eintreten in Europa. Das ist ein europäischer Ansatz, den wir haben. Aber darüber hinaus haben wir noch Themen, wo wir jetzt sagen, was möchte Europa denn eigentlich nach außen bewirken? Also nicht nur, was wollen wir Piraten in Europa bewirken, sondern auch nach außen. Und das ist teilweise miteinander verbunden. Wenn wir halt sagen, wir wollen die Europäische Union reformieren, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass wir halt denken, es gibt einfach zu viele Waffen in Europa und auf der Welt. Und diese Waffen werden dazu benutzt, um Staaten zu destabilisieren und Gesellschaften zu zerstören und dadurch einfach große Gefahren für unseren Lebensstil bedeuten im Endeffekt. Weil das alles ist wie ein Domino, wie Dominosteinchen. Die Probleme stoßen alle einander an und kommen dann irgendwann zu uns zurück. Ja? Deswegen setzen wir uns in der Europäischen Union dafür ein, dass die europäische Sicherheitsarchitektur stärker miteinander verschmilzt. Das würde nämlich im Endeffekt bedeuten, dass ein Großteil der jetzt existierenden Waffen und Waffenbestellungen für den eigenen Bedarf werden zurückgeschraubt. Das muss stark kontrolliert werden. Das größte Problem dabei allerdings ist, dass wenn es eine oder dann immer noch mehrere europäische Armeen geben sollte, die vielleicht effizienter aufgestellt sind mit weniger Waffen, und vielleicht sogar mit funktionierenden Ausrüstungsgegenständen, was ganz nett wäre, wenn wir schon eine Armee haben, dann muss das zwingend, wie in Deutschland schon gelebt wird, nur unter einem Parlamentsvorbehalt einsetzbar sein. Das heißt, das Europäische Parlament muss in dieser Art und Weise reformiert werden, beziehungsweise die Europäische Union muss reformiert werden, dass das Europäische Parlament ermächtigt wird. Exklusiv. Das Parlament, nicht die Kommission. Über Auseinsätze einer europäischen oder der europäischen Armeen zu entscheiden. Das heißt, wir hätten dann erstmal eine stark eingedampfte Militärmacht, egal ob die dann immer noch auf die Länder verteilt ist oder eine neue gemeinsame Sicherheitsstruktur bildet, was derzeit ja der Trend ist, gerade in Abgrenzung halt zur NATO. Aber sie würde halt stärker von den Volksvertretern einer europäischen Zivilgesellschaft kontrolliert werden. Das ist eine Kerngrundbedingung, die wir stellen, weil es darf nicht sein, dass die Europäische Kommission eventuell, ohne dass der Bürger ihr auf die Finger schaut, auch die Sicherheitsarchitektur in dieser Union alleine kontrolliert. Das ist einfach zu wenig. Europa soll ein Projekt der Bürger bleiben oder wieder stärker werden. Und nicht von Eliten, die damit eventuell ganz eigene Ziele verfolgen. Und ein kriegerisches Mittel war noch nie ein Ziel, das hervorragend funktioniert hätte. Und schon gar nicht in Zeiten des Multilateralismus. In einer Welt, in der mehrere Akteure zusammenarbeiten, global, um globale Probleme zu lösen.
Und das ist tatsächlich der Kern einer piratischen Außenpolitik. Wir glauben daran, dass viele Probleme, eigentlich fast alle heutzutage, globale Probleme sind. Einzelne Länder können da gar nicht mehr aktiv werden. Selbst Deutschland nicht. Kann Probleme nicht allein lösen. Was haben wir denn? Wir haben eine Klimakatastrophe, die auf uns zurollt. So oder so, ob man daran zweifeln möchte oder nicht. Es ist ein Problem und das wirst du als Deutschland allein nicht lösen. Du musst global ran. Wir müssen global zusammenarbeiten. Das heißt, wir müssen die Zusammenarbeit auf globaler Ebene stärken. Wir müssen noch viel stärker miteinander reden und weniger miteinander kämpfen, weniger miteinander ringen, weil die Probleme, die auf uns zukommen, das ist die globale Migration, für den es ja dankenswerterweise jetzt den UN-Migrationspakt gibt, was zumindest schon mal einheitliche Regeln versucht zu schaffen. Wir haben die Klimakatastrophe, wir haben die globale Verbreitung von Waffen, die eingeschränkt werden muss, weil sie die Welt destabilisiert. Und ganz neue Arten von Waffen, von denen wir noch gar nicht wissen, was sie alles erzeugen können, von denen wir nur wissen, das wird einfach nicht schön. Deswegen die Piratenpartei sich dafür einsetzt, dass halt autonome Waffen, eventuell auch künstliche Intelligenz, die als Waffensysteme eingesetzt werden sollen, in einer Konferenz der Vereinten Nationen behandelt werden und mit dem Ziel, dass diese als Kriegsmittel verboten werden sollen. Sie sollen geächtet werden und gar nicht erst als Kriegswaffe enden. Wir sehen schon, wie grausam jetzt der Drohnenkrieg schon ist. Wie kann das noch werden, wenn sogar gar nicht mehr Menschen für die Entscheidung des Tötens zuständig sind? Und was soll denn der Krieg dann werden? Eine reine Materialschlacht zwischen automatisierten Armeen. Das kann in wirklich kein Interesse sein, außer in dem Interesse derer, die diese Waffen herstellen. Und da bin ich ganz ehrlich, das ist das geringste meiner Probleme, wenn ich über autonome Waffensysteme rede. Am 26. Mai 2019 ist Europawahl. Dort könnt ihr direkt mitentscheiden, wie die Politik der nächsten 5 Jahre in Europa aussehen wird. Es gibt keine 5%-Hürde, jede Stimme zählt. Ihr könnt auch kleinen Parteien eure Stimme geben, zum Beispiel den Piraten. Wir stehen für Freiheit, für Würde und für Teilhabe. Und dafür werden wir uns in Europa einsetzen. Und dafür würden wir von euch gerne gewählt werden. Geht zur Wahl, wählt die Piraten und seht, was in den nächsten 5 Jahren möglich ist.